Willkommen zurück zu Let's Play Train Fever. In den letzten Tagen haben wir hier große Umbauarbeiten gemacht. Und heute müssen wir dafür noch die Strecke in Dessau neu machen. Bearbeiten. So, ich werde hier natürlich erstmal wieder nur einen Bus machen. Und auf Straßenbahn rüsten wir dann demnächst um jede Stadt. Dass in jeder Stadt mindestens eine Straßenbahn fährt, weil die bedeutend besser angenommen werden. Komischerweise. Warum auch immer, wenn da jemand eine Erklärung dazu hat, würde es mich eigentlich relativ interessieren, wie das sein kann. So. Aber nichtsdestotrotz müssen wir hier irgendwie erstmal eine Runde durchfahren. Geht's hier hinten rum. Und endet dann hier. Noch eine neue Linie, die geht dann mal hier rum. So, 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 das sage ich immer wieder. Sieht aus, als wären es wieder 20 Haltestellen. Ja, ne ganz. Hoppala. Das war die falsche Taste. Bus. Dessau. Dessau 1. So. Das gruppieren wir mal noch mit dem und nennen es um in Dessau HBF. Dann tun wir hier noch eine Weiche reinlegen. Überlegen uns jetzt mal, was wir eigentlich auf der Strecke fahren wollen, mit welchen Fahrzeugen. Ich würde schon mal ausnahmsweise diese Doppelstockwagen nehmen, aber was sind da in der Reichsbahnzeiten dafür eingesetzt worden? Sowas. Ne, wie schnell kann denn das Ding fahren? 140. Aber ich kann doch keine Baureihe 218 dafür einsetzen. Mittelspann Streckendienst. Gotthard. Das würde natürlich auch gehen. Komm. Wir sind jetzt mal ganz verrückt. Grün, genau. Ne, da reichen ja zwei. Ja, immer so. Nebenan kaufen wir das gleiche ein bisschen anders. Und zwar vorwärts. Normal. Und so. Kann sich nicht erkennen, ob es stimmt. Wir werden auf jeden Fall sagen, Laura Guter bekommt jetzt hier noch eine Haltestelle hinzu, und zwar die und die. Haben jetzt einen Takt von ganz schön schlecht. Linie zuweisen auf Laura Guter. Stimmt ja nicht mehr so ganz. Müssen wir gleich ändern. Autosave. Jetzt haben wir hier einen Takt von 5 Minuten. Ja, ich glaube aber, den verdichten wir mal noch. Nur wegen der Sicherheit. Wegen der reinen Sicherheit ist das. Umbenannt wird die Strecke auch in Plauchau-Dessau. So.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den Wagen jetzt richtig rum oder ob jetzt der Zug hier falsch rum rauskommt. Ja. Ich sehe die Lok schon. So ist das doch fein. 3-Minuten-Takt. Bin mal gespannt, wie das sich einbürgert. So. Boah, schöne Aufnahmen einfangen. Mit dem fahren wir jetzt immer mit, weil wir wollen ja die neue Strecke uns mal anschauen. So, was haben die Güterzüge für einen Takt? 4 und 5 Minuten. Also, ich glaube, ich werde hier dieses Außengleis wieder wegreißen. Das braucht's nicht. Dafür finde ich auch diese Betonbrücken eigentlich viel schöner als alles andere. Mal so grob gesagt. Die Frage ist, wie viele Leute steigen jetzt schon ein und wollen da mit? Wahrscheinlich wird es relativ auf Null beziehen. Ah, doch 7 Mann. Ich dachte gerade, da wäre ein Puffer, aber ich habe da alles neu gebaut, das kann ja gar nicht sein. So. Guck mal, wie er dampft hier. Schafft er seine 120 und aus. Trambahn, Straßenbahn habe ich da eigentlich überall Ersatz eingestellt. Wer weiß. Extra die langen Bahnhöfe genommen, was mit was fahre ich, nehme ich sowas. Das wird sich alles noch verbessern. Was sich jetzt aber verbessern wird, ne, ist hier dieser Humbug, den ich hier fabriziert habe. Kannst ja keinem zeigen, sowas. So. Und da gehen wir jetzt von hier daran. Sehr schön. Und hier dieses fünfte Gleis. Die ist völlig ungebrauchte fünfte Gleis kommt wieder weg. Kann ich eigentlich richtig froh sein, dass ich das dann durch den Tunnel gejagt habe. Das hätte es ja da noch weniger gebraucht. So. Die Züge vorne alle schön. Klaro, deshalb stehen sie alle wieder an. Der fährt auch schön. Da fährt einer, wo ist der andere? Der fährt hier. Ach, das ist doch ein guter Takt, denke ich mal. Gut, dann gucken wir uns mal hier hüben wieder um. Was ist denn hier los? Im Plauen. Kann aber auch nicht sein, dass hier so viel stehen. Doch. 151, hier passen 108 rein. Also diese Doppelstockwagen im West, die werden uns wirklich viel bringen, denke ich mal. Wenn wir die jetzt langsam überall einsetzen, vor allem wenn dann die neuen kommen. Das wird schon einiges, wie damals in Magdeburg. Auf der letzten Map. Hat es ja auch gut funktioniert. Gut. Ich wollte eigentlich über Wittenberge und sowas machen. Aber was habe ich gemacht? Deso. Super.
Damit haben wir eigentlich jetzt nur noch die zwei Städte, die nicht angeschlossen sind. Und den Güterverkehr. Dürfen wir vergessen. Die zwei Städte würde ich ja erstmal nur von hier so rausfahren lassen. Damit wir es erstmal haben. Und danach können wir alles noch gut umplanen mit ICE-Strecken und den ganzen Scheiß und was es sonst noch so gibt. Und natürlich die Güter für Arnstadt, Eberswalde und das. Was hatte ich denn gesagt? Wie wollte ich denn das machen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Arnstadt wollte ich im Notfall von hier noch mit beliefern. Aber hier und nee, hier oben sind ja jetzt schon vier Städte. Nee, 1, 2, 3 Städte dran. Der macht 2. Über das System laufen die 3. Ja, hier mit das Ölding, das macht die 3 dann mal. Müssen wir halt das Öl für die, oder machen wir insgesamt 5er Netz irgendwie so. Aber ich denke mal, ich brauche jetzt mal kurz eine kleine Trinkpause. Ich hab nichts hier in der Nähe. Und deswegen geht's morgen weiter an der Stelle, hoffe ich. Bis morgen.